Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Elfmarsch am Mittwoch. So, die nächste Fuhre ist auch fertig und gleich hier drin. Können wir gleich nochmal schauen, was wir noch mitnehmen können aus der Produktion. Den nicht. Wo ist er denn? Da? Ja. Der Fendt fährt jetzt rüber zu 2. Macht da weiter. Hab ihn hier alles soweit erklärt, was er machen soll. Ne? Und wo er es denn auch immer noch wegholen kann. Also der kann sich hier alles, was in den Kuhstall 1 an Gülle drin ist, da kann er, glaube ich, die ganze Map kann er güllen. Da sind über 700.000 Liter Gülle drin. Also ich glaube, das wird uns jetzt so langsam oder wohl nicht ausgehen. Also so. Oh. Im Endeffekt kann man noch nicht den Dünger noch mal mitnehmen. Mineralfutter kann man auch noch mal rausnehmen, oder? Nee. Mischration, Saatgut. Siliermittel ist ja flüssig. Ja. Also gut, dann nehmen wir noch mal Dünger mit und dann nachher vielleicht noch mal Saatgut. Nehmen wir noch mal Dünger mit. Was ist denn jetzt eigentlich? Heu ist drin, Silage. Ja, also zweimal kann ich ja noch mal mindestens noch mal fahren, ne? Wie sehe ich hier, ne, in der Liste hier unten, der Tiger, dass der ständig hat, ist ja eine gute Zahl, 99% wohl. Wird der nicht mehr abgetankt oder ist der Fahrer abgehauen oder kein Bock mehr oder? Ich muss das erstmal eben gucken, wo kann der jetzt sein? Ich hoffe ja jetzt nicht, dass du jetzt erst dahin fährst, oder? Oder warst du irgendwo andere Seite noch einen Kaffee trinken? Also ich frage jetzt nochmal so für einen Freund, ne? So, gucken wir mal, wo denn der Mercedes müsste das sein, ne? Ah ne, er lädt ihn tatsächlich ab. Jetzt sehe ich es. Also ich kann man sehen. Ist ein bisschen schwierig, ne? Kam mir jetzt nur so ein bisschen merkwürdig vor, warum jetzt der Ruder bis zu 2% abgeladen wurde, aber dann fuhr er weiter oder habe ich jetzt irgendwie was am Auge? Naja, also was mir jetzt noch so in Sinn kommt, kann jetzt natürlich jetzt auch nicht genau sagen, wie es jetzt so mit dem Ton jetzt geworden ist.
was jetzt, sag ich mal, YouTube davon auch noch gemacht hat. Das Wesen gibt's ja auch noch nicht. Also ich habe das jetzt noch nicht, also ich habe noch nichts wieder umgestellt oder so. Aber ich hoffe ja wirklich, dass es sich etwas gebessert hat. Also aber ich hier zu Hause habe mir das ja hier bei mir über die Anlage laufen. Das habe ich schon etliche Jahre immer so gehabt, dass ich ne, ringsrum, sage ich mal, immer Lautsprecher hatte, was vom Klang her schöner ist, als statt, also ich meine, früher die Fernseher, da ging es ja noch, ne, da ging das ja noch, aber die heutzutage, die Fernseher, die kannst du alle vergessen, die mit ihren kleinen Popel-Lautsprechern, die da drin sind, da dann, wo dann nur so ein bisschen hier Gekrächze rauskommt, das kannst du ja nicht anhören. Und ich sag mal, bei mir hier wird es wahrscheinlich mehr auffallen, wenn man das natürlich jetzt nicht so macht oder so über eine Anlage hört wie ich. Aber das ist mir doch, also mich hat es ein bisschen genervt, ne? dieses Brummen, sag ich mal, ne? Ist ja nach vielen Hin und Her Stellerei und sowas. Was ich jetzt, wenn ich es jetzt auf dem Kopfhörer habe, dann höre ich das eigentlich nicht mehr. Also dann ist das eigentlich weg. Und ich hoffe es ja, dass es jetzt auch weg ist. Und komisch finde ich auch, es sind ja, heute haben wir Sonntag. Stimmt, genau, Sonntag. In den, also ich habe noch mal in den Radiofolgen habe ich auch noch reingeguckt. Also da fand ich jetzt nicht, dass das da irgendwie, ne, rumt oder so. Obwohl ich da nichts umgestellt habe. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum das so war. So, dann dürfte jetzt eigentlich mit dem Kalken eigentlich vorbei sein, ne? Erstmal. Das machen wir auch zu. Parkplätze. So, bitte. Oh Gott, ich glaube, den werde ich nie wiederfinden, den LKW, oder? Nee. Ah, hat ja doch ganz gut funktioniert. Halt, andersrum fahren. Andersrum. Da war ich ein bisschen wieder zu schnell, da habe ich es dann überblättert. Dürfte jetzt dann ja auch die letzte Fuhre sein, die wir da jetzt reinwerfen. Ja, dann dürfte dann auch erstmal wieder genug sein. Stroh wäre auch nochmal so eine Möglichkeit, kann man auch nochmal wieder reinwerfen. Gras haben wir so jetzt glaube ich nicht. Also ich meine zumindest nicht, dass wir Gras im Lager haben. Nö. Also Stroh haben wir auch ein bisschen von, ne? Aber die Hackschnitzel werden langsam weniger. Also mal gucken, ne, wie es geht, ne, die Woche. Also gut, zwei Tage muss ich ja noch arbeiten.
Aber ich sag mal, wenn ich nicht reden kann, brauche ich nicht versuchen aufzunehmen. Und besonders nicht, wenn es nachher dann auch noch weh tut oder sowas. Dann macht das auch keinen Spaß. Und wenn ich mich vielleicht hinsetze, vielleicht noch ein bisschen, ne, so um mich hinspiele, ja gut. Aber ich sag mal, aufnehmen, ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Weil besonders oben kriege ich einen raus und unten kriege ich einen raus. Das ist nicht schön. Ich meine, da kann ich ja noch sogar noch froh sein, dass der nur auf einer Seite ist und nicht hier einen da oder einen oben raus und eine andere Seite einen unten raus, weil dann kannst du die Fresse gar nicht mehr aufkriegen. So, gucken wir nochmal durch. Mischration, Kalk. Saatgut, Mineraldünger. Nee, das wollen wir ja drin lassen, stimmt. Eine. Dann nehmen wir die Mischration raus. Würde ich denn so sagen. Ja, nicht so auf das Zeug immer noch. Also, falls man es nicht gesehen hat, ne, ist immer noch Red Bull Cola. Ich weiß, wird jetzt wahrscheinlich, ne, übelst, sag ich mal, geschimpft. Wie kannst du so eine Scheiße saufen? Aber ich habe es, glaube ich, letzte Woche auch schon mal gesagt. Das Original kriege ich nicht durch den Hals. Das ist, also ich sage mal so, ich habe es bislang eigentlich so noch nicht probiert, aber wenn ich jetzt, ich habe schon oft genug, sage ich mal, bei Freunden gesehen oder auch meine Arbeitskollegen sind auch so, dann hier ne, Red Bull auf und ne, Rennenkorb. Schon alleine, wenn ich das, ne, diesen Gummibärsaft, sage ich immer, ne, ich das schon rieche, Ich meine, das, was hier jetzt ja draufsteht, Red Bull Cola, hier ist kein Red Bull drin, also das weiß ich auch aus einer anderen Quelle. So, dann haben wir das erledigt. So. So, dann haben wir die jetzt mal wieder geparkt. Wer fährt? Das läuft auch hier. Das ist, oh, ich bin schon mal schwer begeistert, also muss ich ja sagen. Was natürlich das Blöde ist, ich musste den Kurs jetzt ändern, ne? Weil die Seemaschine 12, die Gruppe 10. Das ist jetzt nur wieder so eine Sache. Das kann ich hier natürlich jetzt nicht sehen. Da habe ich zweimal. Gut, wenn das jetzt zweimal, dann hat er 24 Meter. Der hat drei. Das könnte sogar passen, ne? Wenn der dreimal rumfährt. Wenn ich die Seemaschine jetzt nur zweimal
Das könnte sogar passen. Also manchmal bin ich ein Fuchs, ne? Steine. Warte. Ihr klappt nochmal wieder ein, den Zossen. Also bei ihm die Punkte hier wegmachen. Wollt ihr. Ach so, der ist jetzt ja auch frei, stimmt. Ah. Und er ist immer noch schmutzig. Ja, jetzt tu mal was für dein Geld. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Eingeschlafen oder so? Ja, rein theoretisch müsste ich das Ungetüm eigentlich jetzt hinten in die Halle reinstellen, ne? Aber stellen wir den, glaube ich, jetzt lieber hier rein, weil ich meine, wir haben zwar. Das wäre vielleicht, wäre es sogar sinnvoller, den hinten hinzustellen, weil so oft brauchen wir den ja nicht auch, ne? Obwohl, wie ich sehe auch gerade, erstmal haben wir schon wieder überzogen. Ich glaube, ich werde von dem Ding oder von dem Düngerstreuer noch einen zweiten kaufen. Weil aus dem einfachen Grunde, damit man einen Kalkstreuer, nein, Düngerstreuer hat. Weil wenn ich jetzt immer stetig das ausladen muss, das ist ja nun auch. Ich sehe, hab's gerade gesehen, der Ding ist ja schon wieder ran voll. Mit Kalk. Und wenn du den jetzt wieder auslädst, hör auf. So, ich werde jetzt den ihm einstellen und dann machen wir hier aber jetzt den Schluss an der Stelle und machen morgen weiter. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zugucken und sehr gerne morgen wieder reingucken. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.